Und damit herzlich willkommen zurück, liebe YouTube-Zuschauer. Wir sind immer noch live, immer noch in derselben Aufnahmesession. Und wir gucken, was es ist. Achso, warte mal. Bestattungsinstitut hat einer im Chat geschrieben. Ja, du meinst das Gebäude da hinten, das ist ein Bestattungsinstitut. Oder wie? Oder was? Oder was sollte der Satz bedeuten? Eine Nägel, eine fertige. Und jetzt könnten wir so rein, theoretisch, wenn wir genug Nägel dabei hätten, könnten wir sogar die Quest mal fertig machen. Apropos Quest, ich habe noch nie eine Schatzquest in dieser Alpha 16 bekommen. Gut, wir haben erst Tag 16. Aber... So, das soll die Schule sein. Ja, sieht aus nach Aula. Kartoffeln. Sieht eher nach einem Bürokomplex aus, oder? Hallo. Wir gehen erstmal hoch, weil 17.10 Uhr, wir müssen ja vorausschauend gucken, ob wir hier einen günstigen Schlafplatz hinbekommen. Ja, das ist die Schule. Die kennen wir auch schon aus der Alpha 16. Hier wird es schwierig mit reinkommen. Hier gab es Mining-Helme, wenn ich mich noch recht entsinne. Ich hatte Ewigkeiten in der Alpha 15 Mining-Helme gefunden und ich bin mir fast sicher. Dass ich in diesem Gebäude auf jeden Fall einen Mining-Helm bekommen hatte. Jupp, das mit dem kleinen Tor. Hau dir doch zur Sicherheit ein Bett. Ach was. Ich denke ja immer, Mut wird belohnt. Ja, aber somit ist dieses Gebäude eigentlich schon fast wieder uninteressant. Aber hier gibt's halt... Bist du schon tot? Oh. Phalanx Berlin, einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Speedy B. Servus zusammen. Phalanx. Mensch, ich vermute ja mal, dass du aus Berlin kommst. Wenn ich es richtig gehört habe, bei euch regnet es. Und zwar richtig ätzend. Holy moly, ey. Was geht denn bei euch ab? Habt ihr alle gesammelt nicht aufgegessen, oder was ist da? Sehr schönes kurzes Video, Gonchi. Ja. Extra. Extra for yours. Es war ein Wunsch von vereinzelten Leuten, die gesagt haben, das musst du irgendwie mit einbauen. Und da wäre ich ja nicht Gronchi, wenn ich es nicht machen würde, ne? Ja, quälen wir uns jetzt hier durch? Irgendwie... 18.17 Uhr. Ich glaube, wir bewahren uns dieses Looten in diesem Haus nochmal auf, weil das kennen wir. Aus der 15. Ich würde eigentlich gerne nochmal dann eher da oben luschern gehen. Wir haben auf jeden Fall noch das Militärlager, da können wir auch noch hin. Also looten können wir hier auf jeden Fall. Und werden wir hier auch noch von dem... Achso. Werden wir... Motor. Ja, okay. Ich hab's mir gedacht. Looten werden wir hier können. Da ist noch genug da. Das ist das alte Motel, was wir kennen aus der Alpha 15. Hier sind wieder nur die Dinger. Oh, schade. Wieder kein wirklich neues Gebäude. Alles, was wir kennen. Da oben geht's auch nochmal wieder weiter. Ist 18.50 Uhr. Ich glaube, ich schnapp mir mal eins dieser Blockhäuser. Wir looten denn das einmal durch. Lazy H. Da werden wir nochmal gleich zu Fuß kurz lang.
Das will ich mir nochmal angucken. Und wir nehmen uns das gleich. Ja. Dann können wir einfach oben Frame draufsetzen auf die Leiter. Also über der Leiter. Und dann können so viele Zombies kommen, wie sie wollen. Oh, hallo. Warten Sie. Hallo, junge Dame. Oder hält noch mehr. Mitnehmen. So, da will ich einmal kurz reingucken. Das habe ich noch nicht gesehen. Heidelbeeren können wir hier auch noch ohne Ende mitnehmen. Warum hat der eine Beschriftung? Das muss doch eine Bedeutung haben. Der hat doch bestimmt den besten Stuff im ganzen Dorf. Wenn der mit einer Bezeichnung hat, ne? Was ist eigentlich für eine Murmel in deiner Brille? Das ist hier. Auf der einen Seite ist so eine Augenklappe. Und das ist das Auge hier. Warte mal, ich halte die mal ein bisschen dichter. Kennt man das vielleicht auch besser? You know, Alice? Jetzt scheiß Wetter bei uns. Auch ein HGW, ja. Oh no, warum ist denn da die Leiter, ey? Habe ich gar nicht eben beim ersten Aufschlagen gesehen. In Frankfurt am Main ist es 25 Grad und Sonne? Hau ab! Geile Brille, ne? Die kriegst du auch so. Ich habe schon tausendmal gegoogelt. Die kriegst du nicht zu kaufen, du. Beim besten Willen. Den nehmen wir einmal. Hier waren mal Pferde, oder was? Lazy Horses, soll das denn heißen? Ne? Dafür steht das H? Hallo. Wackeln Sie nicht so rum. Hier bleiben Sie stehen. Danke. Lazy Horses. Der hat hier wahrscheinlich Pferde gehütet. Auch interessant, so ein Notfallhaus, ne? Wo du schnell mal hoch kannst. Das scrappen wir einmal so. Können wir das beides mitnehmen. Wo du schnell hoch kannst, ein Frame oben raufsetzen kannst und sagen kannst, macht doch was ihr wollt. Für die Zwischendurchreise, auf jeden Fall nicht so verkehrt. Du kannst auch hier wieder rausgucken. Warum nicht? So, brechen wir uns einen Fuß? Natürlich nicht. Sehr gut. So, dann gehen wir in das Haus rein. Da werden ja wahrscheinlich auch nochmal drei Zombies sein. Vielleicht auch vier. Ja, ja. Essen, trinken geht. Essen, trinken geht. Können wir hier vielleicht essen? Dann können wir nochmal was austauschen vielleicht. Ich werde erstmal hier auf Doppelsachigkeiten. Oh, nein. Trinken, nehmen wir mit rein. Okay, mehr Doppelsachen haben wir nicht. So, wir können hier zur Not einfach erstmal ein paar Sachen Essen mit reinnehmen. Das reicht schon tausendfach. Okay, und den Rest, ja, hilft nichts, ist eh nicht doppelt. Also, ist, müssen wir eh irgendwo hinlegen. So, dann gucken wir mal, wer hier so auf uns wartet. Eh alles nur Opfer. Hier warten nur Opfer auf uns. Oh, hallo. Haben wir es beschrien gerade? Ich hatte gerade so das Gefühl. David. Das ist schlecht zu sehen, weil... David. Kirby Owen, glaube ich. Warte mal, ich muss da nochmal... Kirby Owen. Moin Moin, vielen Dank für den Follow und herzlich willkommen. Also bisher gefällt mir die Alpha 16. Mir auch. Unbedingt. Ist nochmal ein etwas anderes Feeling. Bisschen aufregender. Du musst halt beim Looten immer nochmal ein bisschen mehr aufpassen. Weil was ich krass finde, ist der Respawn tatsächlich. Also der Zombie-Respawn. Auch von Häusern, die du halt schon gelootet hast. Ich könnte mir vorstellen, die werden es nochmal einen Schnaps ändern. So eine leichte Vermutung von mir. Auch gerade deren Wege, ne? Ich hatte das vorhin, glaube ich, schon mal erzählen wollen. Oder ich habe es schon erzählt. Dadurch, die wollen ja diese, hatten ja diese neuen Wege quasi der Zombies eingeführt. Okay, keiner. Die meiner Meinung nach noch semi funktionieren. Oh, hallo. Und da müssen die nochmal ran, ne? Wollten die ja intelligenter machen. Ich finde, die sind noch nicht so richtig intelligent geworden. Wietze, was ist los?
Bin nicht so nervös. Oh, wir sind bald Level 30. Das heißt Stahl. Und dann können wir das mal ausprobieren. Ob das funktioniert oder ob ich die UI rausnehmen muss oder was auch immer. Puh, zack. Daraus könnte man eine Bombe machen. Also so eine Mine. So, pass auf. Und wir werden jetzt einmal kurz hier Vorbereitungen treffen. Können wir nämlich in Ruhe weiter... Oh no. Scheiße, du, der Stein, ey. Das ist natürlich kacke. Ja. Okay, pass auf, dann machen wir das anders. Ja, es geht noch. Schwabel, einen wunderschönen Tag. Level 40 steigen und stimmt. Aber 30 ist auch gut. Die UI musstest du updaten auf das Bild 119, sonst kannst du keinen Stahl machen. Hatte ich gemacht. Okay, das hatte ich gemacht. Meine UI habe ich geupdatet gehabt. Aber das musst du ja eh, sonst fällt sie auch raus. Also sonst funktioniert sie gar nicht. Also klar, also wenn ein Patch kommt, dann update ich auch immer direkt die UI. Wenn die Deleting wurde etwas verändert. Warte mal, ich guck mal gleich, was du geschrieben hast. Wahrscheinlich hast du einfach nur einen Punkt gemacht und dahinter gleich was geschrieben. Ja, Windows XML, ja. Ja, das ist mein Bot sehr nervös, was das angeht. Beziehungsweise ich habe auch generell über Twitch eingestellt, dass Links deleted werden sollen. Und deswegen hat er auch manchmal mit diesem Go-Link immer mal Probleme. Entferne doch lieber den Holzboden, geht doch schneller. Ja. Nur, ich wollte jetzt nicht den kompletten Boden abbauen. Sondern ich wollte ja hier eigentlich... Oh, die kommen hier eigentlich relativ zügig hoch, wenn die einen Frame kaputt machen. Und wir machen mal eine Sicherheitsreihe. Einfach nur, damit wir nicht überrascht werden. Weil wenn die da den Frame sonst einen kaputt machen, reicht das schon, dann komme ich schon hoch. Wir machen hier. Oh, so. Ja, nicht bei armen Gonchis, ne? Also, looten geht gerade nicht. Wir müssen erstmal eine Kiste bauen. Wir konnten uns ja nicht mal ein... Ui! Stimmt. Das hätte ich mal gucken sollen. Ist ja durchaus möglich, dass hier noch ein Zombie drin ist. Psst. Müssen Gott still sein. Oh Gott. Das ist wieder da oben. Psst. Oben ist bestimmt auch noch einer. Schreien. Tracht rein. Psst. Ist es noch da? Okay. Läuft es rein. Alles klar. Müssen aber trotzdem sicherheitshalber noch gleich eine Etage tiefer gucken. Ey, Gonchi, als ob das was ändern würde. Wenn du leise sprichst. Ja, Versuch war's wert. So, wir müssen eh was essen. Das zieht uns zwar ordentlich Duration weg. Aber das macht nichts. Ah, jetzt hat er die. Ja, ist egal. Sag mal. Sag mal! Warum leckt denn das so? Ah, der zieht natürlich auch gerade Hydration ohne Ende, weil es uns einfach 8 Milliarden Kilo. Nicht Kilo, sondern Grad warm ist. Mando. Jetzt fehlt uns eine Yuka, um uns einen Yuka-Tee herzustellen. Wow. So, den nochmal schnell. Messer nehmen wir gleich wieder. Wohl, brauchen wir gerade nicht. Wenn wir es bestimmt vergessen. Ich habe aber auch keine Klamotten an. Eigentlich nur kühlende. Was macht die? Die macht gar nichts. Was Temperatur angeht. Warum wird es eigentlich... Es fällt nicht mal. Wir sind in der Wüste nachts. Und die Temperatur steigt. Und die Visur sitzt. Okay. Das kann durchaus sein. Durchaus sein, dass mit dem Klo. Ich hoffe, die Zeiten.
Nix ist hier. Bam. Eine Pistole sogar. Alles ruhig. Gar nichts los. Ich werde einmal die Toiletten durchwühlen. Hoffentlich ist hier noch was drin. Level up 30. Und 30 reicht nicht. Wir brauchen 40. Aber ruhig hier, ne? In der City. Bin ich. Ich finde, hier ist es ruhig. Ich fand das damals noch geil, als man die Klos als mehr oder weniger Neverending Wasserquelle nutzen konnte. Das war noch cool. Muss man sich richtig Mühe geben. Man muss einen Eimer Wasser holen, damit man ordentlich Wasser hat. Ja? Gut, die Stoff hier rein. Das erstmal alles rein. Und jetzt müssen wir noch. Es kühlt sich ab. Na, siehst du. Also, wir hätten noch ein bisschen was zu trinken. Das ist nicht wirklich viel. Wir könnten uns das noch einmal herstellen. Wo ist denn. Scheiße. Hatte ich nicht einen Kochtopf gelootet? War ich zwischendurch schon wieder zu Hause, ne? Dann müssen wir eigentlich erstmal das trinken. Das ist aber nicht so schlimm. Dann sammeln wir halt hier vor Ort noch ein bisschen Yuka, dann hätten wir wieder was zu trinken. Nur, dass wir es mal heute Nacht nicht verdursten, das wäre unglücklich. Und das Ding kann man eigentlich zerlegen. Wir nehmen lieber die nachher. Ja, hilft nichts. Müssen wir nehmen. Das Nachtsichtgerät funktioniert richtig nice. Auf jeden Fall. Finde ich richtig gut. Also, das ist wirklich eine Riesenhilfe. Und du hast recht. Weil die Lampe zieht Zombies an, ohne Ende. Das soll richtig krass sein. Wenn du irgendwie unterwegs bist. Und so geht das. So geht das auf jeden Fall. Militärlage wäre nochmal interessant. Komisch, dass da keine Mine hochgegangen ist. Also, dass da keine Zombies waren. Militärlage gucken wir uns in jedem Fall nochmal an. So, ich bin dann auch mal einkaufen. Petermaus, hau rein. Das war für mich eine der Überraschungen in Alpha 16, ja. Also wie gesagt, die funktioniert wirklich gut. Hallo Opi, na Mama, moin moin. Noch bin ich kein Opi, erst wenn... Es kommt die nächste Generation noch dieses Jahr. Die Generation Gonchi Junior. Erstmal die. Und dann können wir über Opa sprechen. So... Oh, warte mal. Lexnell! Lexnell. Moin moin und vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. Oh Gott, wo kommen denn die 40 Besucher her? Also auf Twitch wird mir 40 angezeigt. Holy moly. Guten Tag. Hab hier grauen Püschel. Ach, na Mama. Schön, dass du da bist. So, okay, Yucca-Pflanzen müssen wir noch nachholen. Also, wir nehmen auf jeden Fall das mit auf die Tour, damit wir hier Yucca und dann machen wir hier uns Getränke. Müssen wir machen. So, bei der Suppe, oh nice. Ich habe sowas gerade gehofft, aber war mir unsicher. Die gibt auch ein bisschen Hydration. Die Ranch nehmen wir immer mit. Die brauchen wir. Die macht ordentlich Minus, die macht Minus 5. Wenn die leeren Dosen hätten wir auch noch, da können wir auch noch Wasser draus machen. Wir haben hier eine bessere Schaufel, die wechseln wir mal einmal aus. Nur für Falls. Kleber, das kann erstmal hier bleiben. Dann mache ich mir mal hier, damit ich weiß, welches Haus. Weil wir können hier wirklich, wir werden hier mal einen Moment bleiben und ein bisschen looten. Und wahrscheinlich entscheide ich mich morgen am nächsten Tag. Auf, wir fahren wieder nach Hause. So, hier schreiben wir einmal, wir nehmen einmal den hier. Kiste. So, 2 Uhr. Was können wir noch Kluges machen? Hallo? Hä? Bitte? Geh runter, Mann! Ja, Holz brauchen wir jetzt irgendwie nicht. Ach, guck mal! Das
vergessen. Da oben ist ja noch so eine Special-Kiste. Und noch eine Leiche. Und die Steine könnte ich ja nicht mal aus meinem Inventar rauspacken, ne? Und warum ich eigentlich die Stone Axe noch dabei habe, weiß ich auch nicht so wirklich. Oh. Mir sind es 39. Ich weiß auch, dass du mich meistens magst. Bei dir sind es 39. Neben dem. Oh Gott. Sorry, also da kann ich gerade nicht mehr folgen. Was hatte ich erzählt? Warum steht da einmal neben dem Strom? Warum steht da, bei mir sind es 39? Hat das mit mir zu tun? So, die Steine können wir mal da lassen. Holz nehme ich sicherheitshalber mit, falls wir noch wieder irgendeine Aufbewahrungskiste machen müssen. Papier könnten wir nochmal hier scrappen, einzeln scrappen am besten. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile umgestellt ist, aber bevor ich angeschrien werde, mache ich es lieber einzeln. Kriegst du viel mehr raus, wenn es einzeln ist. Und jetzt werde ich angeschrien. Es bringt gar nichts mehr. Ja, das ist die Angst. Vor Angst mache ich das. Ach, 39 Twitch-User, also Zuschauer. Ja, okay. Ah, okay. Ja, gut. 39, 40. Hier steht Chatter 26, obwohl Viewer. Okay, die sind vielleicht bei Ares, sind noch welche eingeschlafen, weil er gestern nicht so lange streamen konnte. Ja. Okay, dann haben wir hier nix. Hier habe ich noch nicht. Ach so, stimmt, auf der Zwischenetage. Hier haben wir ja noch einen Raum sogar. Konnte ich nicht mehr looten, weil ich keinen Platz mehr hatte. Siehst du, dann können wir die Nacht auch. Mensch, die können wir doch sowas wie von gut nutzen. Aber ich glaube, was ich jetzt schon für die Alpha 16 Stable. Oh Gott, da fällt mir gerade ein, da kann ja auch ein Zombie sein. Oder zwei. Hätte, glaube ich, schon was gesagt. Liegt auch keiner, ne? Ne. Für die Stable werde ich 60 Minuten Tag Nachtrhythmus machen. 50 ist zu knapp, auch für die Folgen. Dann hast du halt immer so eine Nacht dabei und so. 60 wird besser sein. Wird einfach besser passen. Dann nehmen wir den Schlüssel mit. Okay, dann bringen wir die Sachen nochmal hoch und dann ist der Tag ja auch quasi schon wieder fast da. Und ja. Haben das Haus hier durchlooten können. Packen die hier rein. Haben wir ein paar Federn. Wir noch mal. Wir hatten noch Federn. Zieh mir keinen Scheiß. Doch, mindestens. Ah, nee, wobei, da waren ein Ei nur drin, ne? Ja, nee, wir haben keine Federn. Natürlich nicht. Den haben wir gelesen. Den kennen wir, den kennen wir. Kennen wir alles. Goodie. Dann. Looten wir hier gleich am Tag weiter rum. Aber erstmal sind wir am Ende einer entspannten Folge angekommen. Ich sage, bis zur nächsten. Adios. Und tschüss.